Hallo an alle, herzlich willkommen zum Hands-on der Hugs and Kisses der Eve von Essence. Und bevor ich jetzt zur Materie komme, muss ich erstmal sagen, oh mein Gott, vielen Dank für 1000 Abonnenten. Ich bin total geflasht. Ich hätte nie so schnell damit gerechnet. Ich hätte sowieso generell, als ich angefangen habe mit den Videos, nicht damit gerechnet, dass es irgendwann so weit kommt. Und danke, danke, danke. Das ist echter Hammer und ich möchte mich riesig bei euch bedanken. Ich habe auch eine kleine Aktion geplant, die muss aber noch ein bisschen warten. Erstens, weil gerade noch das Nagelwochen-Gewinnspiel läuft oder die Abstimmung dazu. Und sagen wir es mal so, ich habe bei meiner Make-up-Academy-Bestellung an euch gedacht und jetzt kommt ein kleiner Hinweis durchs Bild gehoppelt. Also ich denke mal so spätestens Anfang Februar solltet ihr davon was hören und jetzt kommen wir endlich mal zur Hugs and Kisses AE. Wie gesagt, nochmal danke, danke, danke und ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, jetzt geht's los. Ihr seht hier meine kleine, aber feine Ausbeute. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht so meine LE. Ich bin nicht so der absolute Rosa-Fan, Pink-Fan. Ich bin halt doch eher der Peach-Koralle-Typ. Ist ja eigentlich auch fast eine Art von Rosa. Oder naja, so weit entfernt sind die nicht voneinander. Auf jeden Fall, so ganz hat sie mich nicht angesprochen, aber diese beiden Teile durften auf jeden Fall mit. Ja, und die wollte ich euch jetzt mal etwas näher zeigen. Kommen wir mal zu meinem Highlight von den beiden Sachen. Ich meine, es sind nur zwei Sachen. Also das, was mich echt am meisten interessiert hat, ist das Blush-Highlighter. Der hat gekostet 2,45 Euro und es sind 7,4 Gramm enthalten und er ist 24 Monate haltbar nach dem Öffnen. Und ihr habt halt hier diesen schönen Love-Schriftzug mit den Buchstaben in drei verschiedenen Farben. Und ich swatch euch jetzt mal kurz die Einzelbuchstaben. Okay, das ist das Pink, das Grün, was glücklicherweise nicht ganz so gut Farbe abgibt, und das Violett. Ja, schon wieder ein bisschen besser. Und jetzt mache ich etwas, wo mir zwar das Herz blutet, aber ich glaube, den kann man ganz gut wieder sauber machen, weil es kein richtiges Overspray ist. Das ist so die Gesamtfarbe und das ist doch ein ziemlich kühles Rosa geworden, was zwar gerade in diesem diffusen Winterlicht nicht wirklich schimmert, aber es ist natürlich ein dezenter Schimmer enthalten. Also es ist auf keinen Fall ein mattes Rouge, so sieht es jetzt aus, aber da das ja nicht nur ein pures Overspray ist, sondern schon ein bisschen tiefer geht, kann ich das, glaube ich, wieder ganz gut sauber machen. Ich werde es, kann ich euch jetzt schon sagen, nicht benutzen. Es kommt an meine Blush- und Lidschatten-Sammlungswand. Dort wird es aufgehangen, weil die Farbe mir erstens ein bisschen zu kühl ist und ja, ich habe genug Blushes, die ich benutze. Das war echt so ein Sammelkauf. Aber geswatcht habe ich es ja jetzt für euch. Ob ich es euch empfehlen würde? Ja, ich finde schon, dass die Farbabgabe ganz gut ist. Ich kann ja nochmal das hier so extra unten swatchen, wie gut da die Farbabgabe ist. Also wenn dann die Farbbuchstaben irgendwann mal weg sind. Halt nicht ganz so toll. Also es gab schon tollere Blushes. Also für mich ist es wirklich eher so ein Sammlerstück und hübsch anzuschauen von der Benutzung her, von der Qualität her, gibt es da weitaus Besseres. Also ist man auch schon Besseres gewohnt aus Essence LEs, muss ich jetzt mal so sagen. Gut, und dann durfte noch mit einer der Topper, weil ich mir echt vorgenommen habe, nur einen mitzunehmen. Und ich stand dann vor dem großen Aufsteller. Also ich habe alles in DM gesichtet. Ich habe ja keinen Müller und auch keinen Button hier. Und ich habe mich für diesen hier entschieden. Die anderen hatte ich mir angeguckt. Alle die mit Herzchen waren mir jetzt im Endeffekt dann doch ein bisschen zu kitschig. Und deswegen war dann die Entscheidung zwischen dem und dem hellen und habe ich mich für den entschieden. Das ist der More Than Words. 5 ml sind enthalten. Und ja, ich meine, bei Lacken hat man meistens so eine Haltbarkeit von 3 Jahren, also 36 Monate nach dem Öffnen. Und der hat gekostet 1,45 Euro. Und das Fläschchen ist wirklich klein. Ich kann es euch jetzt mal neben das Blush halten. Und ich weiß, dass es ohne richtigen Vergleich immer schwierig ist. Deswegen habe ich jetzt mal ein Catrice-Fläschchen geholt, weil ich weiß, es ist die Form von den großen Flaschen. Also die großen Fläschchen sehen so aus. Aber wenn wir es mal neben mein Catrice-Fläschchen halten, sehen wir, dass es zwar die Form von einem großen Fläschchen hat, aber definitiv nicht die Größe. Also das sind sehr, sehr kleine Fläschchen, was ich aber eigentlich echt gut finde, weil so einen Topper braucht man erstens eh nicht auf und zweitens, ja, nimmt es dann auch nicht so viel Platz weg. Also ich finde es ganz okay. Ja, den roten gibt es übrigens auch im DM. Also der DM hat den großen Aufsteller. Wenn ihr den unbedingt haben wollt, könnt ihr den bekommen. Ich fand auch die Farblage ganz interessant, dieser Giftgrüne. Den finde ich echt schön, aber ich habe dann für mich jetzt doch entschieden, dass der jetzt so spontan doch nicht sein muss. Und ja, vielleicht, wenn es den... Ich lasse da das Schicksal entscheiden. Wenn es den
ein, zwei Wochen noch gibt, dann vielleicht, ansonsten nicht. So, Pinsel ist relativ normal. Ich trage den jetzt mal auf. Ich mache das mal über dem hier. Ich habe auf dem Ringfinger übrigens aus der Supernova E von Manhattan einen Lack. Und ihr seht schon, das altbekannte Problem bei Toppern, man kriegt nie so viel grobe Glitzerstückchen, wie man will. Das heißt, dass ihr da bestimmt ein paar mehr Schichten braucht, wenn ihr es wirklich deckend glitzerig haben wollt. So. Wir warten auf den Fokus. Da ist der. Also so sieht das Ganze aus. Also mit einer Schicht ist es wirklich dezent und deswegen habe ich mich für den noch entschieden, weil ich den echt schön und noch am alltagsverträglichsten finde. Ich trage übrigens drunter den Ice Strawberry Cream aus der Nude Clam Reihe von Essence. Ja, und ich finde halt einfach die Farbe auch so schön, dieses changierende Pfirsich, Gold, Rosa, also wirklich, wirklich eine richtig schöne Mädchenfarbe und deswegen durfte der mit. So, zu den Lacken und Toppern habe ich jetzt schon was gesagt, die Farben fand ich nicht so speziell, beziehungsweise bei den Toppern, die mit Herzchen ein bisschen zu kitschig. Den Duft fand ich interessant, aber der riecht für mich doch sehr stark eigentlich fast wie der Like a Day in the Candy Shop mit leichten Einflüssen Like a First Love oder Like a First Day in Love, also ein bisschen rosiger als Like a Day in the Candy Shop, aber nur minimal. Wenn ihr einen der beiden Düfte habt oder wenn ihr den Candy Shop habt, bin ich der Meinung, braucht ihr den anderen nicht. Kann auch sein, meine Nase hat sich da komplett verschnuppert und die sind sich komplett unähnlich, aber ich fand die doch sehr, ja doch, also ich glaube nicht, dass man beide Düfte bräuchte. Die Wimpern sind ganz nett, aber das mit den Herzchen fand ich halt auch nicht ganz so schick, deswegen durften die auch nicht mit. Lidschattenpalette sind halt eigentlich fast so die Farben, wie sie hier drin sind. Also ihr habt dieses helle Grün, ihr habt so einen Violettton, alles natürlich ein bisschen schimmernder. Und diesen Grundton, den ihr hier drunter habt, habt ihr eigentlich auch drin. Plus noch so einen eher beigen Ton. Und das sind aber alles so Farben, die ich nicht am Augenlid trage. Es hätte mich zwar interessiert von der Qualität, ich habe auch gar nicht geswatcht, fällt mir gerade auf. Das hätte ich vielleicht machen können, weil das war eins der wenigen Dinge, von denen es Topper gab. Und nee, habe ich aber nicht gemacht, deswegen... Durfte auch nicht mit, kann ich euch jetzt nicht so viel zu sagen. Und dann gab es ja noch die Glitter-Eyeliner und die waren wirklich, wirklich, wirklich glitterig. Also diesen, als ich den weißen, ich hätte mich ja maximal für den weiß-silbrigen interessiert und als ich den in der Hand hatte, da dachte ich mir, holla die Waldfee, das glitzert aber also wie eine Disco-Kugel, das ist der Wahnsinn. Also die sind richtig, richtig glitzerig. Ich konnte natürlich nicht swatchen, weil es keinen Tester gab. Deswegen... Ja, wenn die, wahrscheinlich sind die nicht so deckend, aber die sind doch sehr, sehr, sehr stark glitzern. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, das wirst du auch nicht tragen. Du hast genügend Glitter-Eyeliner, beziehungsweise Gold-Eyeliner, was weiß ich, hier rumstehen, die du eh nicht benutzt. Deswegen, ich war bei dieser LE mal vernünftig. Seid stolz auf mich, ich bin es. Ja, okay, das war jetzt meine kleine Auslese und mein kleiner erster Eindruck zur Hugs & Kisses LE. Ich mache heute, glaube ich, noch einen kleinen Quick-Tipp zur MUA 50% Aktion, aber das werdet ihr dann sehen, wenn es den dann gibt. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben. Das Video hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Also dann, passt auf euch auf und wir sehen uns. Tschüss!